Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Busch. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Forechecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und los geht's. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Sie verlieren den Ball. Manuel Schäffler. Fischer. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Das könnte was werden jetzt. Unglaubliche Parade. Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Schuss! Da sind sie da, guter Block. Kurze Ecke. Schönes Anspiel. Er spielt den Pass zurück. Super durchgesetzt. Da ist das Tor. Der Ball ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das könnte was werden. Mit Auge
Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Die Chance für den Konter. Gute Chance für eine Flanke. Die Chance jetzt. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt dieser wunderbare Halbvolley. Klasse abgezogen. Ja, das Ding ist nicht zu halten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sie bringen den Ball in die Mitte. Schön diesen Pass abgefangen. Da ist jetzt Platz. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Was macht er draus? Vielleicht die Führung jetzt. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Das ist ein tolles Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Fairer Einsatz hier. Könnte was werden, guter Pass. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Kurz ausgeführt. Er zieht ab. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Sie suchen die Lücke. Jetzt ist der Platz da. Und da zeigt er seine ganze Klasse. Kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Vorne der Ballgewinn. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Nach Durchgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Daly. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und dann ist der Ball weg. Da haben sie die entscheidende Lücke einfach nicht gefunden. Keine gute Verteidigung. Machen sie gut. Steilpass. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher.
zieht einfach mal ab. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Kurze Ecke. Manuel Schäffler. Erneut Ecke. Sie führen die Ecke kurz aus. Gibt jetzt Einwurf. Da wurde aus dem Vorteil keiner und dann gibt es doch noch Freistoß. Neudecker. Das könnte vielleicht was werden. Er hat Platz zum Flanken. Flanke bleibt hängen. Chance zum Konter jetzt. Der Konter läuft. Exzellenter Konter. Das stimmt eigentlich alles. Nur der Treffer fehlt. Ja, war gut gemacht. Und wir sehen, das ist ein Mittel, das zum Erfolg führen kann. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Gibt Einwurf. Sie können über den Flügel kommen. Sie bringen den Ball in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Und die Balleroberung, wichtig. Er schießt hier ein Eigentor. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal in der Wiederholung an. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Das muss er jetzt abhaken. Das Eigentor müssen Sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt könnte er flanken. Jetzt ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Ball. Er hält diesen Ball. Sensationell. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Jetzt die Ecke. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Den Ball hält er fest. Gute Aktion.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Daly. Gefährlich! Da geht er vorbei. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Daly. Macht er gut. Gefährlich jetzt. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Sie werden hier wechseln. Zwei Minuten werden nachgespielt. Da konnten sie nichts draus machen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg. Auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Das war gut, was er heute angeboten hat.